Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, Jasmin ist noch nicht mit dabei. Die kommt vielleicht später dazu. Also sie ist schon da, aber sie ist halt nicht da, ne? Ja, die kommt vielleicht ein bisschen später. Wir müssen jetzt erstmal los. Nackt. Unbewaffnet. Meinen Rucksack da hinten holen. Mein ganzer Stuff liegt da drin. Das ist nicht gerade wenig. Der einzige Vorteil ist, ich bin nicht mehr infiziert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zombies wieder nachgespawnt sind. So. Wir sneaken uns hier einfach mal rein in die Butze. Bis jetzt sieht's gut aus. Nein! Okay, hier ist aber nichts. Erstmal meinen Rucksack holen. Wo bin ich denn da lang gegangen? Hier, ne? Hier, übers Dach. So richtig Minecraft-Adventure-Map, du. So. Irgendwer hier? Es sieht gerade ein bisschen safe aus. So. Alles aufgenommen? Dann sind wir jetzt ready. Dann können wir hier nochmal gucken. Da oben ist noch so eine Kiste, die habe ich schon gesehen. Der Dude ist wieder da und der ist auch wieder da und ich bin immer noch langsam. Gucken. Wir haben ja ein bisschen mehr Ausdauer. Vielleicht kriegen wir erst einen weg, bevor der andere dazukommt. Ne, er ist schon unterwegs. Ich hänge hier irgendwo fest. Ist kaputt gegangen. Das kann nicht sein. Okay. Nein. Ist die Axt krasser oder habe ich die nur schon so weit unten gehabt? Gibt Kopfschmerzen, ne? Oh, dem fehlt ein Auge. Ich hätte mal links von dem stehen sollen, hätte er mich gar nicht gesehen. Und weg mit dir, du Schmutz. Ich habe die Kiste, ich bin zwar schon minimal überladen, aber... Oh, da ist noch eine. Komme ich da auch so ran? Nee, muss ich erst das Papier hier vorne abbauen. Oh, Charmwave Foods. Essen ist immer gut. Ach. Oh, du bist wieder dabei. Ich habe schon gesagt, sei dass du froh, dass du nicht hochgegangen bist. Ich habe es gehört. Ich habe schon gesagt gehabt, dass du eventuell nachkommst. So. Ich habe hier... ich bin jetzt nochmal zum Nachbarn, weil ich war ja gestorben. Und mein ganzes Stuff lag hier. Hast du? Den habe ich jetzt wieder geholt und dafür habe... Oh, ich habe eine Stufe 3 Axt. Jasmin. Okay. Ich habe eine Stufe 3 Axt. Was ist denn das für ein Loch hier im Schlafzimmer? Und ich bin... da will ich einen Gebietsschutzblock gleich reinmachen. Ich habe den schon gebaut. Ich muss jetzt nur noch erstmal wieder irgendwie heile hier runterkommen. Und dann zu dir gelangen... Dann kann ich den da einbauen. Dann können wir gleich noch eine Kiste platzieren und dann kann ich mal ein bisschen meine Taschen entleeren. Mhm. Boah, jetzt sind hier so viele Zombies gerade vor meinen Augen gespawnt. Wie komme ich denn hier raus? Ich kann nur nach unten. Ich kann den auch nicht werfen. Krass, wie er die Treppe runtergefallen ist. Mit meiner mächtigen Feuerwehrmann-Axt. In deine Fresse. Na also. In deinem Mund. Na komm mal. Oh ja, jetzt macht er Yoga. Oh, hier sind noch mehr Kisten. Ich bin schon so überladen. Auch Holz. Ich hab Holz. Auch. Weg, du Bankangestellter. Ich will deinen Kredit nicht. So. Was gibt's denn hier noch? Erstmal gucke ich mir nur die Kisten an. Okay, Working Stiff Tools. Stiff Stuff. Oh, ich habe hier noch eine Axt für dich. Eine Stufe 2 Axt. Aha. Und... Hier oben, was haben wir da drin?
Stahlwerkzeugteile und Pflasterstein. Ich nehm's mal mit. Ich bin ja sowieso ganz fix unterwegs hier. Ach, ich muss essen. Oh, ich bin tot. Wie mache ich das denn? Au! 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 Ich komm nicht weg! Stirb! Stirb bitte! Jetzt hab ich nur noch einen. Uiuiuiuiuiui. Ich muss hier unbedingt einen Weg rausfinden. Da ist eine Tür und noch ein Zombie. Ich muss hier später weiter looten. Da muss ich dann nochmal zurückkommen. So, jetzt muss ich hier erstmal raus. Haben wir hier auch ein Fenster, was ich nehme? Ja. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch hier. Ey, so eine Tür brauchen wir auch. Da hau ich eine Weile rauf. Keine Ausdauer mehr. Ich weiß nicht, wie ich esse. Essen auswählen und dann drückst du A, wenn du es nicht unten im Gürtel hast. So. Die haben wir schon mal weg. Und so. Ich komme jetzt erstmal nach Hause. Ich bringe dir was zu essen mit. Oh, das wird ein langer Fußmarsch, ne? Und hier diesen Eisenblock, ne, den darf ich nicht vergessen. Wir müssen vielleicht gucken, dass wir die Zombies auch, du kannst sie lenken, also die gehen immer nur auf das Schwach... Die kloppen sich ja durch, ne? Auch durch den Zaun und sowas. Aber die kloppen sich immer nur durch das Schwächste. Also die nehmen den leichtesten Weg. Vielleicht können wir das irgendwie nutzen am 7. Tag hin, um die fernzuhalten. Achso, ich hätte hier sonst noch Katzenfutter für dich. Ich hab schon gegessen und getrunken. Okay. Wenn dir mein Katzenfutter nicht gut genug ist. So. Den. Da. So, dann mache ich oben. Oben mache ich den Lebensmittel, ne? Ich bin zu überladen, ich komme nicht mehr durchs Fenster reingesprungen. Ja. Da muss ich wohl ein bisschen was ausbauen hier. Und so. Rahmenform bräuchte ich auch noch. Warte mal. Rahmenform. Wie viele kann ich denn? 25. Warum lässt du mich nicht 10 tippen? Aha. So. Ja, erstmal 10 Stück. Da hinten wollten wir die Leiter hinmachen.
war doch hier, ne? Ja. So, dann können wir hier nochmal eine Kiste platzieren. Schon. Nee. Ups. Oh. Ich hab einen Baum gefällt. Du hast einen Baum gefällt? So, ich pack das jetzt mal alles rüber. Denn was brauche ich denn? Holz möchte ich behalten. Den Stein behalte ich erstmal. Wasser, falls ich Durst habe. Und hier oben ist halt noch Katzenfutter, ne? Falls du noch Hunger hast. Nee, kannst du alleine essen. Und ein Kuchen ist hier auch noch. Also Blaubeerkuchen. Ja, jetzt zu sortieren macht wahrscheinlich nicht so groß Sinn. Aber egal. Das nehme ich auch nochmal mit. Eine leere Dose. Ich weiß nicht, wofür die gut ist. Verrottetes Fleisch. Ich auch. Na, hier oben ist eine Kiste zur Not, ne? Mhm. Hopfensamen. Feder. In einer so einer kleinen Kiste so ein bisschen System reinkriegen schon. Trübes Wasser. Geld. Ja. Muss so erstmal passen, ne? So, bist du noch hier? Mhm. Ah ja, da unten. Ich habe nämlich noch was für dich. Ja. Ja. Mhm. Okay. Bist du bereit? Mhm. Du kannst jetzt richtig in Freude ausrasten. Passt nicht. Hier. Hier. Da, guck mal. Ist für dich. Was denn? Die Axt vor deine Füße. Oh, danke. Wieso kann ich da keine Tür reinmachen? Weiß ich nicht. Also kann ich dir jetzt auf Anhieb gar nicht sagen. So. Man muss bestimmt kaputt machen, ja. Obwohl, warte mal, kann ich das nicht auch... Ja, oder so, ne? So. Und einer muss ja dann, denke ich mal, hier oben noch hin. Was geht nicht? So. Und jetzt könnte man hier... Wollen wir hier eine Tür machen? Wir wollen ja hier letztendlich eine Leiter, ne? So. So. Den können wir hier eigentlich zumachen. Nee, noch nicht. Ich habe ja noch gar keine Leiter. Kann ich denn überhaupt eine bauen? Holzleiter. So. Da noch drei Stück von. So. Ich habe nichts zu essen. Hier oben ist... Er ist bestimmt kein Katzenfutter. Warum nicht? Gönn dir.
Kann ich da ranspringen? Ja, perfekt. Dann kommen wir die Leiter auch hoch. So, die Tür ist verschlossen, die müsste ich dann wegprügeln. Wie kann ich jetzt nochmal aufbessern? Dann brauche ich doch die hier, ne? Die Steinaxt. Das wäre Pflasterstein. Oh, kleinen Moment. Passt das? Das habe ich jetzt nicht. Oh, ich habe nicht genug davon. Die sind aber schnell weg. Okay. Mal den Rest hier wieder rüber. Dann könnte ich eigentlich nochmal zum Looten gehen, ne? Wir müssen ja letztendlich... Boah, wir müssen ja das ganze Ding zombie-sicher kriegen. Dann würde ich vielleicht jetzt, wir haben ja die Leiter, die Treppe hier wegnehmen. Dass man hier trotzdem noch dieses Plateau hat, dann kann man hier nochmal eine Tür nach außen machen. Hat erstmal das Plateau, hier können wir uns dann breit machen und ausbauen möglicherweise. Was brauche ich denn, wenn ich die reparieren will eigentlich? So, du hast die erforderlichen Materialien reparieren zu können. Ja, aber was fehlt mir denn? Das da. Habe ich sowas schon gefunden? Uiuiui. Nee, das war Prinzip. Ah, dann. Ich lasse die Treppe mal, ne? Die Spikes machen sich bestimmt gut da in der Ecke. So, dann gehen wir nochmal los. Ich habe da ja bestimmt noch nicht alles genommen, ne? Das gibt mir nur Stein. Das müsste Holz sein, ja. Macht keinen Sinn. So, was kann ich denn hier noch abbauen, was Sinn macht? Können wir Eisen? Nicht der Rede wert, aber immerhin. Oh, da war ich noch gar nicht dran. Zement, Kleber und Kunststoffabfall. Whatever ich mit Kunststoffabfall mache. Alter, hier ist aber ordentlich Benzin. Okay. Massenhaft Benzin, aber ich habe nichts, was ich damit anfangen kann. Aha, ist besser wie brauchen, ne? Lederstaubmantel. Warte mal, den können wir eigentlich auch... Jetzt habe ich einen Lederstaubmantel an. Ach, ich sehe so krass aus bestimmt. Gut, sonst war hier nichts. Ah, hier. So, dann können wir da nochmal aufs Boot schauen. Ich hätte gerne mal langsam was gefunden für mein Lagerfeuer, dass ich da auch was, ein bisschen Essen machen kann, ne?
Oh, Benzin? Benzin. Nix. Ja, das war jetzt kein Besuch wert. Nö. Jetzt muss ich hier runterkommen. Boah, ohne ins Wasser zu fallen. Joa! Was mache ich denn jetzt? Könnt da nochmal reingucken. Wie bin ich denn rausgekommen? Hier ist die Tür auf der anderen Seite. Ach, ich bin direkt dran vorbeigelaufen. So, was haben wir hier noch? Kaffee. Kann ich mitnehmen. Wasser. Dose. Es ist neblig und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Mein Speer auch noch gar nicht repariert. Okay, der ist hinüber. Kasse. Der ist, oh Gott, der ist nicht hinüber. Jetzt ist er hinüber. Bin ich mir sicher. Ach, leck mich, mir egal, was da drin sei. Was von uns das Haus? Keine Ahnung. Ist nur eine Leiter? Hier ist... Oh, alter Müll. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich weiter. Aber da waren ja auch noch Häuser, ne? Aber im Nebel... Ich hätte ja eigentlich gern was für die Axt gefunden. Hier haben wir nochmal Eisen. Oh Gott. Ach, das ist der Händler. Aber der hat zu. Du Schweinehund. Alter. Und Federn. 8 Sekunden, 7 Sekunden. Oh toll, ich bin gleich tot. Ich laufe schon mal mir entgegen. Eine Sekunde. Nee, ich bin nur verseucht. Hilft das? Nö, ich bin immer noch verseucht und hungrig. Aber ich habe nichts zu essen. Ich kann hier nicht rein. Wieso kann ich hier nicht rein? Ist das der Händler? Sieht jetzt nicht unbedingt nach Händler aus, ne? Oh Gott. Ach, dich habe ich gar nicht gesehen, Madam. Dich habe ich auch nicht gesehen. Das ist aber eine abscheuliche Ecke hier. Kommt ihr hier hoch? Ist auch noch was drin oder was? Oh, da will ich reingucken. Die Zombies können übrigens Leitern hoch, ne? Wollte ich nur Bescheid sagen. Ich habe mich hier oben versteckt, aber die kommen hinterher.
bin gleich tot. Ich habe 3 HP. Oh, was kann ich denn tun, um mich zu heilen? Kann ich? Ups. Oh. Hammer. Ich kann einen Verband machen. Ich kann den Verband nicht verwenden. Hm. Ein Schluck Kaffee vielleicht? Nö, hat jetzt auch keine Gesundheit hergestellt. Eieiei. Mein Gesundheitszustand ist, ich bin am Arsch. Ich würde sagen, ich komme einmal kurz wieder zur Basis. Ich auch nicht, ich suche gerade Essen und Trinken. Achso, du bist auch unterwegs? Mhm. Ja, ich will einmal kurz meine Taschen leer machen, bevor ich sterbe. Oh, bei mir ist schon alles weg. Bist du gestorben? Nee, noch nicht. Achso. Ja, oben ist eine Kiste, ne? Da kannst du alles reinschmeißen sonst, was du nicht verlieren willst. Kommt denn jetzt hier einer? So, Traudesheim, Glück allein. Da bin ich wieder. Das Fass, glaub ich, weg. Also das Fass hau ich da auch gleich weg. Das stört mich jedes Mal, wenn ich da rum will. Wo ist denn hier einer? So. Hä? Bin ich jetzt irgendwie blind? Wasser habe ich noch gar nicht drin. Aber die Tokens. Das. Warte mal, geht das nicht irgendwie. Zement? Achso, ich habe oben in der Kiste ist noch was für dich, neben dem Katzenfutter. Mhm. Da habe ich dir noch was richtig Schickes mitgebracht. Na denn? Ja. Wenn du das so sagst, ist das irgendein Quatsch. Nee, da wirst du dich drüber freuen, das ist wirklich cool. So, ich hätte jetzt aber gern einmal Blaubeerkuchen. Die alte kann ich sogar. Toll. Sind hier mehrere oder was? Kann ich auch irgendwie sehen, wo meine Basis ist? Ja, da wo der Schlafplatz ist. Ja. Ach hier. Ich habe immer noch nichts zu essen. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Axt kaputt geht, bevor ich in den Genuss komme, sie zu gebrauchen. Wiedersehen. Mhm. Ich wollte nochmal, ich habe da hinten ja eben gerade so Probleme gehabt mit Zombies. Da wollte ich jetzt nochmal hin und gucken, was ich da noch finde. Hä, wie komme ich denn in diesen komischen... Problem, Alter! Gebietsschutzblock, wie komme ich da rein? Bist du doch schon. Sobald du in dem Haus bist. Ja, und wie lege ich das alles ab, was ich da reinlegen will? Oben in der oberen Etage habe ich eine Kiste hingesetzt, an der Wand über dem Lagerfeuer. Hä? Ich kann ja unten auch nochmal gleich eine Kiste bauen. Dann kannst du da auch Sachen hin, reinschmeißen. Eine Aufbewahrungskiste habe ich gemacht. Ja, wo denn? Oben an der Wand über dem Lagerfeuer. Ja, das aber ist schön. Ich kann dir im Erdgeschoss auch eine setzen, wenn du möchtest. Wo ist hier ein Lagerfeuer? Das ist halt nicht an, ne? Ja. Hier ist ein Lagerfeuer. Und wo ist jetzt die Kiste?
An der Wand. Über dem Lagerfeuer. Ist blockiert. Ach, ich muss die ja aufschließen für dich. Oh Gott, ey. Ja, ja. Warum kann man das nicht gemeinsam machen? Ja, du kannst ja private Kisten aufmachen. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr rein, Kumpel. So. Gucken, wie lange ich noch lebe. Wieso? Weil ich kein Essen und kein Trinken hab. Ach so, ja, ja, ich bin ja gleich da. Ich muss hier nur kurz... Oh Gott, ich bin tot. Weg, Geier. Okay, ich komme in eine Basis. Es war eine dumme Idee, ohne Leben hier hinzugehen. Oh, geht das jetzt schon wieder nicht? Ich bin unterwegs. Ich eile. Und ich lasse mich durch nichts ablenken. Bist du jetzt oben oder unten? Ja, oben. Was denn? Nix. Okay. So, wie kann ich die denn aufmachen? Aha, entriegelt. So, aber ich kann ja noch eine bauen. Eine Aufbewahrungskiste. Ich habe kein Holz. Oh, ich habe echt kein Holz. Ich habe mehr als genug. Ich bekomme hier auch kein Holz, wenn ich die Hütte abreiße, ne? Du musst Bäume machen, die bringen viel. Es wird dunkel in der Nacht. Ja, und wir kriegen unten keine Tür rein. Ah, ich mach das. Achso, an die Kiste kannst du ran, ne? Da ist noch Katzenfutter drin. So. Wieso geht denn das nicht? Ach ja, ich bin ja infiziert. Schon wieder. Hä? Wieso kriege ich jetzt hier kein Fenster rein? Oh, ey. Wo denn? Komm, ey. Geht nicht? Nee. Du kannst hier nicht drinne bauen. Lüpp. Warte mal. Weil ich kann ja drinne bauen. Wie auch immer. Wo ist jetzt die Holzkiste? Wir sind doch in einer Gruppe. Wo ist jetzt die Holzkiste? Über dem Lagerfeuer an der Wand. Hä? Ich denke, du hast eine neue gebaut. Oh. Wie mache ich das jetzt? Achso. Wieso kannst du hier... Wie mache ich denn das da jetzt rein? Alles aus meinem, was ich jetzt gesammelt habe. Du kannst entweder rüberziehen oder du hast die Möglichkeit... dafür müsste ich jetzt mal eine Kiste sehen, damit ich weiß, wie das aussieht. Da ist so ein...
kannst du noch einmal rausgehen? Dann kann ich noch mal kurz gucken, wie das aussah. Und zwar bei deinem Inventar, da hast du rechts neben Inventar drei so eine Symbole, die du anklicken kannst. Und wenn du den ganz rechten nimmst mit den drei Pfeilen, packst du alles rüber. So, aber wieso kannst du hier nicht bauen? Liegt das an dem Gebietsschutzblock? Ja, wäre schlecht, weil das Fenster jetzt komplett auf ist. Dann nehme ich den kurz. Ja, aber ich kann den nicht wegnehmen. Der muss ja liegen. Kannst du jetzt bauen? Ja. Jetzt ist er kaputt. Gebietsschutzblock. Okay. Wie kann ich den platzieren, so dass du auch noch bauen kannst? Keine Ahnung, aber die Musik wird komisch. So, jetzt habe ich mein ganzes Holz im Lager und kann keinen. Oh, das ist ja auch irgendwie komisch hier, ey. Muss ich jedes Mal da an dieses Ding ran? Das ist ja... Mei, oh mei, oh mei. Angst, da kommt ein komisches Geräusch. Die ganze Zeit. So. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt einmal schlau, warum kann Jasmin hier nicht bauen? Das belese ich jetzt einmal. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich kann doch hier bauen. Ja, ich habe den Block weggenommen. Wir sehen uns morgen wieder. Würde mich freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Was ist denn jetzt hier?